Ein herzliches Willkommen zurück zu Firewatch. So, wir haben hier das Versteck von Brian gefunden und irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass hier noch irgendwas ist, aber großer Stein weiß nicht wo. Muss nämlich hier irgendwie runterkommen. Hier. Hier muss es doch irgendwie runtergehen. Wie geht das nicht? Ah, deswegen auch die Haken. Okay. Jetzt muss ich aber noch, bevor ich das mache, schnell was überlegen. Begib dich tiefer in die Höhle. Ich komme hier von der Seite nicht ran, richtig? Wo bin ich denn? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin hier. Komm, wir gehen jetzt hier mal runter. Das machen wir jetzt einfach. In die Höhle will ich eigentlich nicht so gerne, aber ich muss. There's gotta be something. Why else try to kill me? I don't know, really. I mean, we gotta find out. What do you think? Whatever it is, they don't want you telling anyone about. I mean, they closed the door when they could have just bashed your head in with a rock or chopped you up with a. Are you serious with this shit right now? A hatchet. God, are you sure you want to go back in there? Ich will da nicht rein, aber genau. Honestly, I just want to know. I want to know what is worth doing everything that's been done to us. Yeah, me too. And not going to jail would be a nice kicker. Ja, das verstehe ich. Okay, ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ah, jetzt ist halt die Frage, ich rechne ja immer noch mit dem Bärenangriff. Those girls turned up. Oh. Looks like you didn't kill them. Nobody did. They took some farmer's tractor for a joyride down in Riverton and landed in jail. Ein Glück. Yeah, I wonder if they know anything. If there's some way to ask them about whatever happened at their camp. I think we'd be smart to let sleeping dogs lie. Ja, hat er auch recht. You're probably right. Mal, bin ich hier noch richtig? Muss noch mal gucken. Ja. Sieht gut aus. Ah, da hinten. So. Ah, ich will da nicht rein. das wollte ich nicht. Egal, mach mal ein Bild. Ich wollte, ja. War das noch mal? Nein, das will ich nicht. Ich will Taschenlampe anmachen. Ich latsche nicht im Dunkeln rum. Definitiv nicht. So, Achtung. Langsam Zoom, Karte, Kompass, Taschenlampe, F. Okay. Besser. Nicht wirklich. Oh, ich möchte nicht erschrecken. Okay. Rein hier. Aber warte mal, wie soll ich denn da... hier komme ich doch gar nicht runter. Ah! Okay, alles klar. Jetzt komme ich runter. Das Fiddle ist wieder eine andere Sache. Okay, der Stein hält schon mal. Ich hätte jetzt schon schwören können, dass das irgendwie kracht. Oder es wirft jemand das Seil runter. Und dann gehen wir mal weiter. Vorsicht. Hallo. Ist da wer? Wo ist das Blut? Ich glaube, ich bin ein bisschen paranoia.
Ein bisschen. War was? Achso, Felsenhochblätter. Nee, das will ich jetzt nicht. Weiter nach unten. Vielleicht findet man eine geheime Basis oder so ein Scheiß. Oh, da liegt was. Oh ja. Oh, Kryptokasseln, 20-seitiger Würfel. Ja, der ist tot. Scheiße. Okay. Ich denke, der ist in der Schule. Nicht erschrecken, jetzt kommt irgendwas, oder? Wieso steigst du so vorsichtig so drüber, Alter? Okay. Schöner Scheiß. Der arme Brian. Aber ich blick's jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so. Ich dachte, der ist in der Schule. Irgendwie so's, oder? Oder verwechsel ich da jetzt was? Ja, alles gut. Okay, auch gut rübergekommen. Ohne dass was passiert. Ja, ich will hier raus, Mann. Das ist echt unheimlich hier. Weil ich ja mit irgendwas Dummem noch rechne. Warte mal, jetzt blick ich's nicht. Ist das das eine Tor oder was? Hä, ich dachte, ich bin zu tief runter. Da mehr Rauch oder was? Hey D. There you are. I've been worrying my ass off. You need to call search and rescue. What? There's a body in the cave. It's Brian Goodwin. Gotta be fucking kidding me. How does that? What? I don't. How? Climbing, I think, or made to look like a climbing accident. Mm-hmm. Maybe it was Ned. If not him directly, he put enough stupid fucking know-how in his head to get him killed. Son of a bitch. Yeah. I'm sorry, Delilah. I'm so sorry. He'd be alive if I had told someone he was out here. I don't know where he'd be, but I can assure you it would not be rotting at the bottom of that cave. I... There's nothing to say. Hike back. I think we're leaving tomorrow anyway. Oh. Okay. Shit. Tja. Das war jetzt nicht so cool. Hä, gehen wir wirklich? Doch. Okay, deine Sache. You see that plane? No, I was just busy packing up. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. Ja, prima. Is this the Flapjack fire or the site fire or? Well,
The two fires merged into one unmitigated disaster. They're renaming it after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec, you know, about things? About what? Ja, das hier. About how all this stuff is connected. The surveillance, the Goodwins, Brian's death. Look, I don't know what to say, okay? It's like the universe cooked up the cruelest thing to have happen. Does it connect to everything else? I don't know. I don't know if I even want to. Of course you do. There's gotta be a reason. Does there? Maybe. Maybe not. I wouldn't even know where to begin. Well, fuck. For starters, I guess you could find the source of that signal. Holy crap. Yeah, oh my god. We don't know what it is. It could be nothing. Yeah, it could also be whoever was listening to us, whoever made the tape. Okay, yeah, look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back. All right, look, if something happens... I'll remember you. Ja, prima. I mean, am I walking into a trap right now? I hope not. I would much rather remember you from a bar somewhere and not a jail cell. Please find who made that tape. Das blicke ich jetzt erst. Das sind ja all diese Zettel, die ich gefunden habe und eingepackt habe. Witzig. Weil hier ist ja auch der Schulordner, der neue. Okay. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir was finden, oder? Ach du Shit. Boah, ist ja übel. So. Wohin jetzt? Warte mal. Was das jetzt wieder für eine schöne Sache sein wird. Vor allem, man sieht halt viel. Oh Gott, hoffentlich kommt dieser blöde Bär nicht. Aber ich bin schon richtig. Leider weniger. Warte mal, kann ich hier... Ah, da, klar kann ich ja auch noch. Ja, nach runter bitte. Hier lang. Komme ich da jetzt runter? Oder ich werde wieder niedergeschlagen oder irgend so ein Krusch. Oh Gott, er schreckt mich. I think I'm getting close. All right, well, I just got word that they are coming to get us. My place. You sound worried. No, it's just... Brian. I'll coordinate with the evac team and let you know when to head towards the tram. It's north. Far. Past where you found that cutback in May. Ja, jetzt lass mich mal bitte in Ruhe. Schon hier lang, oder? Ja, ja. Die Notfallseilbahn dort bringt dich zum Sammelpunkt an meinen Wachturm. Immer. Aber ich will jetzt erstmal dieses komische Ding finden hier. Bin auf jeden Fall in der Nähe, weil es piepst irgendwie schneller, oder? Finde ich schon. Oh. Spannung. Ich sehe nichts. Oh doch, ich sehe was.
Halsband. Someone left a rope for me to climb up. I'm down near the lake. How do you know it's for you? There's a tracking collar tied to it. Someone was leading me here. And there's another tape. Oh my God, Henry. Hast du einen Walkman dabei? Oh, Walkman, das waren noch Zeiten. Der Vater. It ain't Andy and Opie walking down a lake to fish every afternoon. It ain't Mayberry. But you gotta know I didn't kill him. All right, we were climbing. I was teaching him. Brian was uneducated in the way to do it. Ach, du Scheiße. He just fucking didn't sink his anchor the right way. You know, I thought about going back, having to answer questions and having to get him put in the ground, and I didn't see the point. Don't come looking for me. Sorry about your wife. Okay, das ist krass. We found the surveillance operation. Okay, what does that mean? What is it? It was Ned Goodwin. He was the one listening to us, just him. Ned Goodwin? He made the tape? Yeah. He's gone. Deeper into the Shoshone. He doesn't want anyone to know he's out here. Because he killed Brian. Because he killed his fucking son. You need to get back here. They say the helicopters are making rounds. Okay. Okay, das ist ziemlich krass. Ja, und dann würde ich aber sagen, sind wir hier am Abschluss dieser Folge angelangt. Ich sage ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.